Theater TV auf ITV Coburg wird präsentiert von Syk Dacor. Katja, Ehefrau des türkischen Ex-Häftlings Nuri und Mutter des gemeinsamen sechsjährigen Sohns Rocco, steht vor dem Nichts, als bei einem von Neonazis verursachten Bombenattentat ihre kleine Familie zu Tode kommt. Wieso schauen Sie mich so an? Es hat zwei Tote gegeben. Wen? Wir wissen es noch nicht. Wir wissen nur, dass es sich um einen Mann und ein Kind handelt. Ja, Katja ist eine Frau, der gerade ihr Leben unter den Füßen weggerissen wurde und die versucht, in dieser Trauer irgendwie am Leben zu bleiben und versucht, irgendwie einen Sinn für sich zu finden, einen Sinn, irgendwie weiterzuleben und die dann verzweifelt versucht, irgendwie sich selbst wieder zusammenzubauen, aber auch Gerechtigkeit zu erfahren für das, was ihrer Familie passiert ist. Die Polin, nee, ist meine Norddeutsche, die spricht Schleswiger Akzent. Die einzige Hoffnung, an die sich die junge Frau klammert, ist die Verurteilung der Mörder. Für Katja beginnt nun ein langer Kampf um ihren Lebenswillen und die Gerechtigkeit. Die Luft gehen, sie haben es nicht abgeschlossen. Nagelneues Fahrrad, um sie in die Luft zu jagen. Ich danke der Zeugin Jessen. Kommen wir zum Zeugen Möller. Doch wird der Richter ihr Glauben schenken? Einer ehemals Drogensüchtigen und Frau eines Ex-Kriminellen? Meine Mandanten seinem Sohn teilt. Es ist tatsächlich faszinierend zu sehen, wie viel aus dem Stück auf Tatsachen und Fakten beruht. Man glaubt das manchmal nicht. Man denkt, da wird etwas theatral erzählt. Aber es ist, die Vorkommnisse um diese Aufklärung der NSU-Attentate waren tatsächlich in mancher Hinsicht wie eine Theaterfarce. War Ihr Mann Kurde? Ja. Na und? Kurde? Türke? Deutscher? Wunderbarer Liebhaber. Wollen Sie noch mehr wissen? Hat er Geld gesammelt? Ja, für Rocco und für mich. Wie sind die Beziehungen zu Ihren Schwiegereltern? Gut. So gut es eben geht mit Schwiegereltern. Waren Sie einverstanden, dass Ihr einziger Sohn in der Deutsche heiratet? Wie ich recherchiert habe, waren die nicht auf Ihrer Hochzeit. Hören Sie, die Hochzeit fand im Knast statt. Da will man nicht hin als Bürgermeister-Ehepaar in einer kurdischen Kleinstadt. Na also, es geht doch. Der preisgekrönte Film Aus dem Nichts von Fatih Akin wird in der Reithalle von Frederik Leberle inszeniert. Stolz auf ihn, der diesen Widerstand leistet. Mir ist es wirklich wichtig gewesen, die Figuren und die Menschen so zu zeigen, dass sie respektvoll dargestellt werden. Und man gleichzeitig aber auch die ganzen Missstände, die drumherum passiert sind, dass man sie benennt und dass man niemanden da aus der Verantwortung herauslässt. Ein islamisch oder politisch motivierter Mord ist nicht ausgeschlossen. Gefahndet wird noch einer blonden jungen Frau mit einem weißen Fahrrad, vermutlich Osteuropäerin. Verbrennung des Kopfhaares bis auf die Kopfschwarte. Aus dem Nichts verspricht einen anspruchsvollen Theaterabend, der noch lange nachwirkt. Das Stück ist noch bis Februar in der Reithalle zu sehen. Sind Sie sich im Namen?